Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stammbach im LS19 am Dienstagmorgen. Einen wunderschönen. Ihr fragt euch sicherlich, wieso steht denn der Johnny hier? Der war doch gestern noch auf dem wunderschönen Feld 77 am Schwaden. Er ist tatsächlich, als ich gestern die Aufnahme beendet habe, fertig geworden. Und dann habe ich im Anschluss gleich Feld 82 geschwadet und das wunderschöne Schmuckstück hier hochgefahren und gewaschen. Im Anzug habe ich auch noch mit dem Steyr weitergepresst und Feld 32, 31 und die 40 sind jetzt komplett gepresst. Es fehlt jetzt nur noch 82 und 77. Das braucht dann noch alles mit dem Ballenwickler wickeln und da können wir auch schon anfangen mit den Silageballen. Wir werden jetzt hier gleich mal weiter pressen. Da habe ich mir auch schon wunderschön hier geschwadet drüben. Das hat der CP-Fahrer gemacht. So, kommen wir mal hier hoch. Oh, Steyr, enttäusche mich nicht. Ja, ich hab's dann also schwer getan, aber geht. Und ich hoffe, man hört jetzt keine Hintergrundgeräusche, Rauschen oder so weiter. Wenn ja, dann tut's mir leid, weil ich habe tatsächlich meine Klimaanlage laufen. Jetzt hatte ich schon wieder 20.000 Grad. Ich habe zwar die Rollos übertakt, verschwunden, aber es wird trotzdem so saumäßig warm hier drin. Obwohl es eine halb Nord-West-Seite, also die eine Seite Fenster ist auf der Nordseite und die andere auf der Westseite, aber es wird trotzdem so warm hier drin. Ja, Ballen kommen hinten raus, perfekt, so wollen wir das auch. Ganz kurz hier ist er schon zusammen geschwadet, kann man ja mal durchfahren beziehungsweise abgemäht, das heißt wir können nichts kaputt machen. So. Und zu der Frage gestern, weil habe ich euch ja gefragt, was ihr anstatt dem kleinen John Deere da drüben, die wollen wir verkaufen und uns einen kleineren, kompakteren Traktor kaufen. Da habe ich ja gefragt, was wir uns stattdessen kaufen sollen. Und da ist tatsächlich der ein oder andere Kommentar erschienen. Einmal wurde vorgeschlagen, das was ich eigentlich auch relativ gut finde, weil der passt hier eigentlich auch ganz gut her. Und zwar der wunderschöne 6M. Ist schon ein bisschen her, ist aber auf Mothub erschienen. In der Ausführung, wie ich ihn kaufen würde, kostet das ganze Teil 131.000. Ist jetzt nicht ganz wenig, aber ist glaube ich in der Preisklasse fast so ähnlich wie der. Was war es denn jetzt gleich wieder? Der 78 irgendwas. Müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber mit den Silageballen kommt ja dann hoffentlich ganz gut Kohle rein. Und dann können wir uns das Teil easy kaufen. Oh, scheiße. Ja. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Da habe ich vergessen, die Pickup runter zu machen. So, jetzt ist er da unten. Eieieiei, das, ja. Kann ja mal passieren, glaube ich, hoffe ich. So. Ja, jetzt pressen wir es jetzt. Jetzt haben wir sie unten, das passt.
Kaum ist eine Wiese gemäht oder ein Feld bestellt, schon sind die Vögel wieder da. Wir wollen die Würmchen oder die Saatkörner aus dem Boden picken. Eine freudige Nachricht, das kommt bald die Seitenkonsole weg. Heute wurde tatsächlich nämlich die Seitenkonsole L von der Firma Seitenkonsolen verschickt und Link ist unten in der Videobeschreibung, da kommt ihr auf deren ihre Seite. Und das dürfte heißen, die kommt morgen oder übermorgen an. Und dann muss ich die noch belegen und nachher kann man auch wunderschön mit dem 6M und Frontlader dann die Ballen wunderschön verladen. Da freue ich mich schon drauf. Kleines kleine Bahn oder Streifen, wie man auch was nennen will. So, den haben wir auch gepresst. Dann haben wir die Ballen hier nochmal raus. Ah, okay, man kann gar keine raushauen. Ist nur ein Fett hier drinnen. Das steht hier auch noch mit. So, dann können wir sie mal üben an die Luzerne machen. Bin mal gespannt, wie die Luzerne-Ballen dann aussehen. Ja, das ist jetzt noch Gras. Ich hoffe aber mal, dass jetzt dann gleich auf Luzerne umspringt. Ah, da. Luzerne frisch. Ah, okay. Da gibt es natürlich eine Frage an euch, kann man, wird in echt mit seine auch gemäht und gepresst? Ich kenne sie zwar, dass sie gehäckselt wird und die BGA rein, aber wenn man die zu Ballen presst kann, ist mir, glaube ich, neu. Aber wenn ihr da mehr Erfahrung habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Da ist schon ein fertiger Ballen da. Ah, da sind sie. Das ist der erste da. Ah, der ist auch ein bisschen heller. Oder dunkler? Ja, ein bisschen saftigere Farbe hat auf jeden Fall. Als wie die normalen Grasballen. Schön, schön. Ich bin jetzt gerade am überlegen. Ich hätte jetzt die Gedanken gehabt, dass ich jetzt hier den CP-Fahrer pressen lasse und schaue, ob wir uns den S6M heute schon kaufen können, weil dann würde ich tatsächlich mich gleich an das Wickeln der Ballen machen. Na, ich glaube, das werde ich auch, glaube ich, so machen. So. Aber das sollen wir noch ein bisschen warten. Ja, ich würde eigentlich schon gerne mit dem 6M dann die Ballen verladen. Na komm, jetzt machen wir auch so. Den Kurs dürften wir eigentlich gespeichert haben. Da haben wir Schwaden. Jetzt 77, das dürfte eigentlich gewesen sein. Ah, macht's auch, perfekt. Dann wünsche ich dir mal viel warte mal, ich geb dir tatsächlich nochmal Allrad. Oder, ne, Allrad braucht er nicht. Wir sind nur eine Stelle jetzt hier noch am Hang. Und dann hat er im Prinzip eigentlich nur noch gerade Bahnen. So, dann springen wir mal ganz kurz. Da ist er. So, das Gewicht können wir eigentlich hier lassen. Den Frontlader nehme ich aber mit, weil den will ich tatsächlich noch umlackieren lassen in schon deren Farben, damit das ein bisschen besser zusammenpasst.
Marilla läuft da hinten auch auf dem Berg umeinander. Ich glaube, da dürfte den Sandler auch noch ganz gut Geld geben. Hat er schon eine Stunde drauf. So, dann kuppeln wir mal den Front da hier ab, weil den brauchen wir noch. So, dann sagen wir goodbye. Schon der 40-40. Reparieren ihn nochmal. Und dann verkaufen wir das Teil. 48.000. Gibt es noch einmal 85.000. Können wir uns noch nicht ganz kaufen. Mal ein bisschen Kredit. Ja, wir haben schon ein bisschen Kredit. Ja, das werde ich dann mit den Silageballen zurückzahlen. Ich glaube, das reicht auch schon. Kompakttraktoren. Da ist er. Der S6M. Michelin-Reifen. Nicht, wie würde das eigentlich sagen, die lassen wir so. Wir nehmen ihn in der 140 PS Ausführung, GPS. Brauchen wir eigentlich nicht. Momentan auf jeden Fall nicht. Frontlader ist ganz wichtig. Kostet allein 116.000 und wir kaufen uns ihn. Zack, damit ist er gekauft. Oh, da steht er. Oh, ich habe ihn tatsächlich mir lässt so gut wie noch. Ne, ich habe ihn tatsächlich noch nie gefahren. Motorsound? Schon mal nicht schlecht. Hupe. Okay, Hupe ist Standard. Oh, aber der ist knuffig. Ich finde ihn süß. Ja, und im Frontlader gehen wir nochmal schön eine andere Farbe. Ups. Oh. Ja, egal, die braucht. Ja. So, braucht ihr auch noch Umlöckchen, würde ich sagen. So, haben wir den mal raus hier. Den Konfigurier, ja, Hauptfarbe. Dort schon der. Jo, passt. Nehmen wir so. Haben wir den Tepper hier mit drin? Ah ja, haben wir, perfekt. Oh je, jetzt fast verkauft. Alter. So, umlackieren wollen wir sie. Ja, so wollen wir das Teil haben. Perfekt. Innen drin? Oh ja. Ja, und das wurde mir eben auch halt eben gesagt, dass der eigentlich für Frontladerbeine relativ gut ist, weil er halt vorne einfach eine schräge Schnauze hat. Und keine hohe. Das heißt, wir können vorne richtig schön runter gucken. Und umleuchten, bin auch am Start. Perfekt. Jetzt hast du was vergessen, wir brauchen ja noch was. Wir müssen ja auch irgendwie die Silageballen wickeln. Oder die momentanen Grasballen noch. Was ist denn da drin? Ballentechnik? Ja, habe ich daran gedacht, wenn wir vielleicht noch einen anderen mit reingenommen haben. Der ist für nur für Rundballen, den kann man nicht gebrauchen. Ja, aber Ballenwagen habe ich tatsächlich auch noch ein paar andere mit reingenommen. Ja, können wir uns aber momentan noch nicht kaufen. Ist ein Mod mit drin. Ah, kann das der andere auch? Beziehungsweise der Standard. Ah. Oh, zum Glück habe ich noch mal hintergeguckt, weil der könnte nämlich nur. Der kann auch Rundballen? Okay, nur Rund- und Quaderballen. Glück habe ich ein bisschen hintergeguckt. Ah. Kann es sein, dass die Exit für die Stabenbach gemacht sind? Ja, ich glaube schon. Ja, dann werden wir uns das Teil mieten. Ist, glaube ich, nicht teurer. Folienfarbe. Glaube ich, lassen wir ihn weiß, oder? Oh ne, lass mal schwarz machen. Hatte ich tatsächlich noch nicht. Wollte ich mit dem Verkaufen mieten. 54.000 das Teil kostet. Alter. Ja gut, ne? Ist auch nicht ganz billig. Zack. Okay. Hat es uns gleich ein bisschen rumgedreht. Mein Fehler macht da keine, sieht das jetzt gut aus.
Hat er irgendwas IC-technisch? Nee, oder nicht? Okay. Oh ja, ich muss sagen, ich finde es süß. Oh, schön, da geht aus dem Weg, Alter. Junge, Junge, Junge. Jetzt wird er mitten in den Hof rein. Blinker hat er auch. Und er hat sogar noch die alten Blinker, die runden. Dann kommen wir hier wieder rein. Kloppen wir das Teil da hinten mal aus. Ich habe schon so lange keine Silageballen mehr gewickelt. Muss man nicht den irgendwie anschalten? Oder ging das automatisch? Ah, es ging automatisch, okay. Ich war halt voll der Meinung, da musste man anschalten vor allem mal noch. Oh gut. Oh, da schieben wir ein bisschen was vor uns her. Ja, nicht gut. Wir hätten den Frontlader eigentlich auch abkuppeln können, aber egal, jetzt sind wir schon dran. Wir müssen aufpassen, weil wir sind am Hang. Selbst, das wusste ich noch. Oder wie lange ich keine Silageballen mehr gewickelt habe. Das ist schon, ja, ein bisschen hier, ne? Mal den Ballen jetzt ein bisschen anders stellen. Hinpacken. So. Dann lassen wir das Teil runter. Und das hier vorne liegt jetzt, der hier vorne liegt jetzt auch nicht passend. Ja, nicht passt. Oh ja, schon auch gar nicht so schlecht aus, so schwarze Silageballen. Sieht man, glaube ich, nicht so oft. Aber bevor jetzt die Fragen oder Kommentare auch kommen, nein, ich nehme nicht rosa als Folienfarbe. Oh, der Steier ist fertig. Das ist natürlich gut. Da liegt noch einer. Da müsste noch einen? Ich glaube nicht. Da drüben liegen noch ein paar mehr. Die liegen aber auch alle so ungünstig da. Oh, oh. Eieieiei, da. Oh, Alter. Ist das unser neuen süßen Kleinen hier schon in den Bach, im Fluss versenken, Bächlein versenken? So, jetzt habe ich es. Ein bisschen zu optimal. So, bis der gewickelt hat, gehe ich mal ganz kurz zum Steier. Da ist er. Du hast das super gemacht. Er hat die Beine auch schon gleich rausgelassen. Oh ja, hat er vorbildlich. Wollen wir noch ein bisschen gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Scharestchen finden. Damit vielleicht noch eine Balle hier. Noch ein Ball, aus dem einen halben Ball noch ein Ball wird. So, jetzt habe ich's. 60%, ja. Aber ich muss sagen, ich glaube es tatsächlich nicht. Da liegt so überall noch ein bisschen was rum. Auch bei 70? Ich glaube, das könnte noch was werden. Weil hier am Rand liegt da hinten auch noch ein bisschen was. Ist zwar ein bisschen gras, aber das ist nicht so schlimm. Das ist halt ein bisschen gemischter Ballen. 76. Ja. Ich habe jetzt noch die Hoffnung, dass vielleicht links noch ein bisschen was am Rand liegt. Aber das sieht nicht so aus. Ah, doch, hier liegt noch ein bisschen was. Und ich wusste, ich habe ihn noch irgendwo ein bisschen weiter rausgemäht, hatte ich auf jeden Fall noch so in Erinnerung. Das hat sich auch richtig rausgestellt. 80, 81, ja. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da haben wir noch ein bisschen was. Ja, das könnte was werden.
Noch ein bisschen mehr. Und diese 14% müssen doch halt auch noch irgendwo rumliegen. Aber noch 11. Aber hier liegt noch ein bisschen was. Das sieht gut aus. 91. Und den einen Ball müssen wir doch hier noch schaffen. Das ist mein Tagesziel. Oder Folgenziel, sagen wir so. Hier liegt noch ein bisschen was. Oh. Das wird er fast abgekackt. Aua. Da war ein Baum im Weg. Ja, 4% kommen, die müssen hier noch irgendwo liegen. Hat hier irgendwo jemand die 4% gesehen? Hallo? Ah, ich wüsste noch vielleicht wo. Da oben in der Ecke. Da habe ich nur die Hoffnung, dass da noch was liegen könnte. Und hier liegt noch ein bisschen was. Cent war es jetzt, glaube ich. Hier muss da noch irgendwo ein bisschen was rumliegen. Da liegt noch ein bisschen was. Oh ja, hier liegt ein bisschen mehr. Ach, 99. Oh, 1% noch. Da liegt noch ein kleines Häufchen. Ich warte mal hier den Randstreifen ab. Ah, da! Ja! Die Mission ist erfüllt. Der eine Ballen ist fertig. Da kommt er raus. Zack. Perfekt. Da, Folgenziel erfüllt. Das ist super. Ah, hier unten wäre auch noch viel gelegen. Okay, das müssen wir uns fürs nächste Mal merken. So, ich glaube, mit Pressen haben wir dann abgeschlossen. Das heißt, dann können wir den auch zurück zum Hof fahren. Oder beziehungsweise in den Hof rein, wir sind ja schon da. Dann fahren wir den auch hoch zum Johnny. Und um den dann später zu waschen. Oh, schon Stau hier an der Waschstation. So, ich will jetzt noch ein bisschen weiter. Da ist er. Oh, der läuft sogar noch. Oh. Oh, 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 oh. Der ist nur gemietet. Eieieiei. Es ist aber auch eng hier. So, okay. Ich glaube, er hat es überlebt. Ansonsten müssen wir ihn uns, wenn er einen Schaden gekriegt hat und der Händler ihn nicht zurücknehmen will, müssen wir ihn halt kaufen, aber natürlich mit Rabatt dann. Ja, jetzt sagen wir mal den runter. Ganz gutes Timing hier, bis wir am nächsten Teil oder bis wir am nächsten Ballen sind, ist der andere schon fast komplett gewickelt. Ne, hier haben wir keinen mehr rumliegen. Okay, hier vorne ein bisschen zurecht. Das wollte ich, so wollte ich es eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen zurecht schieben. Könnte man ja auch mit Frontlader machen. Wir haben einen dran. So, ich wähle den. Kann ich den Icon auch so steuern? Gut. Naja, ah, hier wäre auch noch ein bisschen was gelegen. Ja, überall liegt mal ein bisschen so noch so ein paar Restchen rum.
Also wenn mal wieder Not am Mann ist mit Ballen, hat das ein Ball nicht ganz. Da ist nur ein paar Prozentchen fehlen, dann weiß ich, wo ich es holen muss. Und diesmal schieben wir, versuchen wir den mal mit dem Frontlader ein bisschen zurecht zu schieben. Ja, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Oh ja, das hat perfekt funktioniert. Das liegt genauso, wie ich haben wollte. Oh, da kommt das schwarze Gold raus. Das hört sich jetzt wieder zweideutig an, aber ihr wisst, was ich meine. Wobei das Öl wird ja auch als schwarzes Gold betitelt. Also kann ich ja gar nicht so falsch gelegen sein. Ansonsten wäre statt das weiße Gold. Wobei sich das auch wieder zweideutig anhört. Ich glaube, das Thema lassen wir besser. So. Zurück. Ja, diesmal muss ich dann dran denken, wenn wir die Felder hier, also die Wiesen alle abgeerntet haben, die Ballen runtergeruppt haben, dann müssen wir, muss man ein bisschen hochgepackt, sagt man. Dann müssen wir die Wiesen auch unbedingt düngen. Oder was heißt unbedingt? Ich würde sie gerne düngen. Oh, kurz genießt, sorry. Ja, damit wir immer ein bisschen mehr Ertrag kriegen. Also weil ich weiß, sind ja ungedüngt, oder? Mal ganz kurz gucken. Einmal gedüngt sind sie, okay. Für 32 braucht Kalk. Okay. Naja, aber dann halt einmal die einfach nochmal zum Schluss dann auch düngen. Einmal braucht man nochmal drüber fahren, damit die auch ihre volle Gras Ertrag bringen, was sie eigentlich leisten können. Und dann kriegen wir hier, glaube ich, auch, denke ich mal, den ein oder anderen Ballen noch mit dazu. Ich muss dann auch mal gucken, ob wir vielleicht mit dem Geld, was wir hier von den Silageballen rauskriegen, natürlich zahlen wir erstens ein bisschen den Kredit zurück. Und zweitens, ob wir uns vielleicht eine von diesen wunderschönen Wiesen, die wir hier noch sind, kaufen. Und zum Beispiel die hier rechts, die, was ist das für ein Feld? Die 29 oder die 30. Warte, den Ball lassen wir noch. Legen wir hier nochmal ab. So, ich glaube, ich habe keinen vergessen. Aber ich glaube nicht. Oh, hier liegt auch noch ganz. Ja, das kann man aber leider nicht aufsammeln. Müssen wir beim nächsten Mal, wenn es geht, ein bisschen reinschwaden. Weil da außen kann man es mit der Presse nicht aufnehmen. Ein bisschen schade. Aber das funktioniert nicht so. Aber ja, ich muss sagen, der 6M hier war eine gute Entscheidung. Aber wenn ich die Zuschauer nicht hätte, Ballen, will ich schon vielleicht reingehen. Ne, will er nicht. Muss noch ein bisschen zurückfahren. So, jetzt hat aber. Ja, jetzt hat. Sind wir perfekt rangefahren. Da hätte er müssten nehmen müssen. Ansonsten wäre ein bisschen komisch gewesen. Die zwei Ballen da vorne machen wir dann noch und dann sind wir für heute aber auch schon wieder fertig. So,
Fuck. Vorne liegt der letzte, wie es aussieht. Ja. Ich sehe auf jeden Fall keinen weiteren, außer bei uns, was ich aber nicht hoffe und auch nicht glaube. So. So, somit ist der letzte Ball drin und dann darf ich mich von euch auch schon wieder verabschieden, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben, da lassen wir den natürlich sehr nett. Schaut gerne auch mal bei den anderen Leuten vorbei. BS Gaming macht natürlich auch ein wunderschönes Projekt auf der Stappenbach. Kleines RP-Projekt. Vermute ich auf jeden Fall, oder denke ich mal, dass es ein RP-Projekt sein soll. Ist auch ein RP-Projekt, denke ich mal. Ja, schaut gerne bei ihm vorbei oder auch bei den anderen Leuten, sind natürlich alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge auf der Gemeinde Rade im Multiplayer zusammen mit dem Philipp. Und dann am Donnerstag hier wieder zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach. Ja, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Dienstag und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.